ship! I'm so excited! But let's keep it together. At least until the first deck. I hope your front door is locked and your phone is switched off. It's match time. And nothing can come in the way of a head coach and his Blood Bowl! This guy can dominate not only his team, but the whole match if the opposing side let him. This team has been working and training harder than a Skaven slave does to stay alive. Ja, huhu, hier wieder beim Quali und bei Blood Bowl 2. Wir spielen gegen Bretonen mit der Nordpol Chaos Squad. Jo. Schauen wir mal. Bretonen waren ja bisher relativ mies gegen uns. Aber das kann gehen. So. The Bretonians are a mixture of peasants and nobles. The blitzers get all the glory, while the linemen are there to do all the dirty work. So, wir haben alle Leute an Bord und ich stelle erstmal den Kommentar wieder auf ein angenehmes Maß zurück und mache die Zwischensequenzen auf Touchdown. So, Backfisch in der Defense wird ausgewechselt gegen gegen Bretonen. Ich glaube, ich will den Preak mal im Spiel haben. So. Bero wieder vorne an der Line. Wie viele Spieler hat er jetzt eigentlich schon über sich ergehen lassen, ohne Starspieler zu werden, also Spieler des Spiels? Ist ein bisschen traurig. Bero, streng dich heute mal an. Vielleicht schaffen wir das ja. Die Bretonen haben schon wieder unnötige 10 Rerolls. Ach, diese Computer immer. Ich weiß es nicht. So, wir haben eine bessere Verteidigungsformation. Oh, ich muss mal eben ein bisschen den Ton runterstellen. Ist ja ein bisschen laut hier. So, okay. Wir können unsere Verteidigung nach Belieben umstellen. Aber da gucken wir doch auch erstmal, was haben wir denn hier vorne stehen. Guard, blocken und abwehren, blocken und abwehren, auch noch ein Guard, alle blocken, da ist einer mit überladenem Zeug, Gewandtheit 4, jede Menge Kraft, auch nochmal ein Gewandtheit 4, ich glaube, ich stelle mal hier ein paar Leute nach vorne. Wenn der sich schon so komisch dahinstellt. Komm, ganz nach vorne hier. Wir haben ja nichts zu verlieren. Wenn der sich dich da vorne stellt, stelle ich mich nach vorne. Zack. So, also wenn das mal keine offensive Aufstellung ist hier. Nein, wir wollen nicht speichern. So, da kommen die Agility 4 Spieler schon über die Flanke. Aber der Ball ist Gott sei Dank auf der anderen Seite. Blattskorpion haben wir schön in Kontakt mit gleich zwei Spielern. So, da kommt schon der erste, noch einer, der dritte. Sehr hübsch. Und da versucht er den Ball aufzunehmen. Und schafft das sogar. Das ist ein Agility 4, ja. Auf zwei Tackle-Zone, das war ziemlich risky. Bero kriegt's wieder auf den Kopf.
Man ist direkt mal gelähmt. Also Bero, so fängt man nicht ein Spiel an, wo man sich vornimmt, Spieler des Spiels zu werden. Ja, das könnte auch für den Blood Scorpion böse ausgehen hier. Ja, ich sehe das Schlechte an meiner Formation. Ich hätte so stehen bleiben sollen. Aber gut. So, hier schlagen wir mal auf den Ballträger ein. Hier, komm Frank, direkt ein Casualty, dann haben wir die Sache auch gegessen. Na, schade. Sehr gut. Riminus schnappt sich mal direkt den Ball. So muss das sein. Freak, einmal blitzen bitte. Wiederholungswurf. Immerhin. Folgen. So, dann haben wir hier Plastiklöffel. Einserblock. Und wir bleiben stehen. Gelähmt. So, jetzt haben wir auf der Flanke noch was zu tun. Abwehren! So, Cartman, einmal rüber auf die andere Flanke. Ebenso wie der Mischka. Ja, der wird den Ball jetzt, glaube ich, nicht lange halten können, aber wir haben ja schon Verstärkung hierhin unterwegs. Schauen wir mal. Ich glaube, es war wirklich keine gute Idee, die hier vorne eine in Reihe zu stellen. Das war Dummheit. Irgendwie hätte das so lassen sollen. Er hatte halt auch den Vorteil, dass in dem ersten Zug halt dann höchstens 4 Spieler down gehen können und das auch nur in ziemlich guten Konstellationen. Da kommt der Blitz gegen den Chaoskrieger, für gegen den armen Frank. Und der ist K.O. Ja, wir tun uns wie immer schwer gegen die Bretonen, ne? Zweite Chaoskrieger im Dreck. Aber der Preak macht alles wieder gut hier. Guter Mann, guter Mann. So. Das ist einer, der noch am Boden bleiben sollte. Der Cartman macht hier mal einen Blitz. Wiederholungswurf. Beide blocken. Das ist nur ein 1er-Block, aber das hier ist ein 2er-Block. Und aufstehen. Aufstehen. Rüberlaufen. Ah, aber wenigstens auch endlich mal einen geschrotet. So. Mischka. Blitz haben wir schon gemacht. Plastiklöffel immer noch hier.
Liminus sichert den Ball. Mischka stellt sich hier immer nach vorne. So, jetzt haben wir ein bisschen den Ball gesichert. Schauen wir mal, wie das jetzt abgeht hier im Bretonenzug. Sieht gar nicht so gut aus, wenn ich ehrlich bin. Immerhin haben wir den Ball im gegnerischen Angriffselement, aber naja. Gefällt mir nicht, gefällt mir nicht. Stehen sie alle auf. Und jetzt kommt der Blitz gegen den Preak. Komm, das hast du eben schon mal gut abgewehrt. Ah, diesmal nicht. Ah. Okay. Cartman kriegt es auch nochmal auf den Maul. Ah ne, das ist hier hinten beim Elori das. Okay, alles klar. Mal wieder aufstehen. Der ist nervig hier. Hau den mal um. Ja, raus mit dir, genau. Sehr schön. Der Samu weiß, wie man das macht. So, hier haben wir noch einen zum Schlagen. Fangen wir mal mit Plastiklöffel an. Und machen mal weiter mit Mischka. Gelähmt. Mal hier einen schönen Blitz. Folgen. Einen zurück. Not a wise place to end your turn on the border of the pitch. If the player gets pushed into the crowd. Well, last time that happened, it took 3 days. Platz verloren. Ah, mein Quietschestuhl. So. Und wir müssen uns hier durch die Reihen der Bretonen durchprügeln. Aber naja. Wenn wir eins können, dann prügeln, nicht wahr? Ja, Preak. Ah, der Tackle, schade. Also seht ihr, wenn ich jetzt den Kuriminus hier hätte stehen lassen, dann wäre der Preak jetzt gerade vom Feld gewesen. Nicht so schön. Und hier gehen meine ganzen Defensivblocker hier alle zu Boden, das ist nicht so gut. Eine Zeit, hier mal ein bisschen Platz zu schaffen. Zum Beispiel mit dem Mischka. Folgen. Der Beru. Geht mal hier hin. Hier gibt's einen Block. Dringen, aber das stört mich jetzt gerade weniger. Ich hau mal hier hin. Hol mal den Blattskorpion in eine Position, wo er mir auch helfen kann. Aufstehen. So.
Bin mal gespannt, ob wir das schaffen, da durchzubrechen. Also die Bretonen machen hier eine gute Arbeit. Der Preak. Ausweichen. Blitz gegen Beru. Einser Block gegen Samur. Ja, von hier kommt jetzt ein bisschen Druck auf den Ball. Ich muss jetzt gucken, dass ich hier irgendwie durchkomme. Oh, ein Minusblock. Nehmen wir doch gerne mit. So. Dann starten wir doch mal, indem wir den hier hauen. Man hat der Agility 4 und Ausweichen, das ist schon mal fies. Der gehört eigentlich vom Feld. So, und der Mischka haut den mal vom Feld. So, das könnte ich natürlich hier durch, aber hier sind noch zwei Spieler. Dann laufen wir mal noch da. Da. Der Cartman noch da. Der läuft nach hier. So, jetzt haben wir hier ein bisschen abgesichert. Hier könnte man noch rum, aber den versuchen wir zumindest jetzt mal da ein bisschen zu entsorgen. Okay. Hier haben wir nur noch Minusblock. Ne, hier war ein Einserblock, den machen wir auch. Läuft. Und wir bleiben. So, der Blood Scorpion hat leider nichts zu tun gerade. Aber der hat immerhin drei Leute in Tentakelreichweite. So, da kommt er außen rum, das war zu erwarten. Na, da fallen die Wiederholungswürfel, aber diesmal hat es was gebracht gegen den Lester. Aber solange die hier prügeln, ist mir das egal. Da oben spielt die Musik. Der arme Beru ist schon wieder gelähmt. Ja, irgendwann ist halt die Rüstung von 4 halt auch nicht mehr so cool, ne? So, was haben wir denn hier? Wir hauen zuerst mal den hier. Rücken. Dann gehen wir nach hier mit dem. Und nach hier. Oh, hoffentlich wird er nicht vom Feld gestellt. Glück gehabt. Ich habe das nämlich nicht gesehen, dass da noch einer ist. So, der schiebt jetzt den vom Feld. Ein Spieler weniger. Freak. Kümmere dich um den da. Ah, Wiederholungswurf. Ah, immerhin schieben. Er hat leider Agility 4, das ist ein bisschen nervig. So. Mit einem Go for it wären wir drin. Wo kommt der denn überall hin? Der kommt überall hin. Das ist ein bisschen scheiße gerade. Dann versuchen wir mal mit dem Blood Scorpion nach vorne zu laufen. Okay. Können wir den noch hauen?
Und ihm folgen. So, und beenden den Zug. Noch zwei Züge für uns. Das sollte sich ausgehen mit dem Touchdown. Wenn hier jetzt nicht noch irgendwelche blöden Sachen passieren. Ja, da ist mir der Blitz sowas von egal. Lesrak wird das wohl aushalten. Oder auch nicht. Zwei Chaoskrieger in der K.O.-Box, das ist nicht gut. Hoffen wir, dass sie wiederkommen. Freak wird geschubst. Und wir sind dran. Okay, wir starten mal hier. Dahin. Der geht raus. Cartman, tu dein Bestes. Ah, der hat auch Block. Folgen. Nein! Boah, scheiße. Das wollte ich jetzt überhaupt nicht. Oh, wir haben einen getötet. Immerhin, hat die Aktion tot gebracht. Und der Apotheker hat aber ganze Arbeit geleistet. Scheiße, jetzt sind wir hier so weit weg. Können wir noch den Ball übergeben? Ne, können wir nicht mehr, ne? Wir gehen jetzt trotzdem mit einem Goffert wieder hier rüber. Mist, wildes Tier. Überspringen. So, hier hauen wir noch ein bisschen. Gut, dass wir noch Wiederholungswurf haben. So, und der Freak hat auch noch einen 1er-Block. Ja, super. Gut. Er hätte eben auch schon mal einen Defensiv-Block ziemlich gut gemacht. So, einen müssen wir aus dem Weg schaffen. Der läuft jetzt hoffentlich nach hier. Ja, nach da läuft, haben wir ein bisschen ein Problem. Ah, okay, er läuft nach da. Scheiße. Plastiklöffel geht zu Boden. Okay. Wie machen wir das am geschicktesten? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 go for it. Aber wir kriegen beide nicht weg da. So, obwohl wir haben einen Ausweichen. Wenn wir den weghauen. 1, 2, gehen wir rein, ohne Probleme. Gehen raus mit Ausweichen. Hat einer von den Tackle? Gut, mal gucken hier. Hat der Tackle? Fangen, unerschrocken. Ne, der hat schon mal keinen Tackle. Und der? Der hat auch keinen Tackle. Das wäre schon mal eine Möglichkeit. Alles klar. Is about to happen.
Und... Jawohl, immerhin noch mit nochmal eine Casualty. Sehr gut, Blood Scorpion. So, jetzt kommt es darauf an, ob der Coriminus das mit dem Ausweichen schafft. Natürlich schafft er das nicht. Och, Coriminus. So, unsere beiden Chaoskrieger wollen nicht weiterkämpfen, das ist natürlich scheiße. Also, der darf nicht. Okay. Backfisch nach hinten. Den stellen wir noch da. Den nach da. Plastiklöffel nach da. Bero nach hier. Und speichern mal die Aufstellung. Nein, nee, wir speichern nicht die Aufstellung. Wir geben ein Go. Wir bekommen einen zusätzlichen Wiederholungswurf. Können wir wahrscheinlich auch gut gebrauchen. So, und beginnen dann mal auf dieser Seite mit dem Hauen. So geht das. Er ist gelähmt. Ja, noch ein Casualty. Der Blood Scorpion wieder heute. Manchmal hat das drauf. So. Mal hier mal zu. Und ziehen auch den Cartman hier mal rüber. So. Mischka. Backfisch. Ich glaube, den Mischka ziehe ich auch nach vorne. Backfisch holt sich den Ball. Und Pass. Können wir direkt unseren zusätzlichen Wiederholungswurf einsetzen. Damit der Freak auch mal den Ball angucken darf von Nerven. Ja. Es vergeht kein Spiel, in dem Backfisch nicht wirklich einen Pass wirft. Ja? Oder einen Pass fängt. Laufen sie. Lauf, Bretone, lauf. Blitz gegen Coriminus. So, hier, Blood Scorpion. Nächster Casualty vielleicht? Ja,
size as his entire opponent. Cartman, hau den mal zu Brei hier. Jawohl, sehr gut. Samur, der wird heute nicht mehr viel mit dem Ball zu tun haben hier. So, Backfisch. So. Und der Pass. Sehr schön. Den stellen wir noch hier rüber. Und dann beenden wir den Zug. Und schauen mal, wie es weitergeht. Der arme Cartman. Nein! Lasst ihn leben! Ah, sehr gut. Ich konnte nicht hinsehen eben. Da kommt der Wiederholungswurf, oder? Ja. Kommt da noch was? Nicht wirklich, okay. Aufstehen. Aufstehen. Typ Welthauen. Und wieder verletzt, aber leider diesmal kein Starspielerpunkt. Langsam füllt sich die Box hier. Komm, Vero, das schaffst du auch. Casualty. Mit Anlauf, Vero, das schaffst du, hast du sonst nicht. Fang mal an hier. Der hat nur Ringen. Das heißt, er ist jetzt frei. Kann hier noch was unterstützen. So, ja, ich bin ein bisschen ruhig irgendwie, aber ich muss doch ein bisschen mehr überlegen als von den letzten Spielen. Cartman. Aha, nur schieben. Das mag der Cartman. Cartman hat schon lange keine Casualty mehr gemacht. Müsste eigentlich auch langsam mal wieder machen hier. Ah, nicht gut. Aufstehen. Hey,
Koali hier rüberziehen. Den hauen. Mal hier unterstützen. Dann kann der Bero den nämlich aus dem Feld schubsen. Schieben! Komm, ich wiederhol mal. Ach, schade, da habe ich nicht. So, wir haben noch ohne Ende Züge. Und der Ballträger steht hier relativ sicher. Das heißt, hier mal Minus, da mal Minus. Wir lassen es erstmal hierbei. Ja, es ist schon nicht einfach. Das Leben als Tiermensch in meinem Blackboard-Team. Oh! Den habe ich jetzt echt nicht kommen sehen hier. Zwei Go for it. Backfisch hat ausweichen. Und nochmal die Möglichkeit, einen weiteren in die Zuschauer zu schieben hier. Die laufen so ein bisschen, als hätten sich gerade in die Box geschissen, oder? So, Mischka, einmal bitte diesen Typen in die Zuschauer schieben. Ach, das kann er gar nicht, der stand fest. Naja. Sollte auch ein bisschen auf die Sachen gucken, die die Leute können. Hä? Abwehren. Nein, der Blood Scorpion ist down. Ach Mann. Ach, es sieht nicht so gut aus, Leute. Es sieht nicht so gut aus. Blood Scorpion, wie konntest du uns das antun? Wo liegt er? Da. Neben den ganzen Chaoskriegern. Na, Gott sei Dank ist der Bretone halbwegs unfähig, den Ball zu bekommen. Sehr gut, Cartman. So muss das sein. So, hier Corriminus, einmal hier hin. Aufstehen. Blocken. Schieben. Raus mit dir, ach, geht ja nicht. Der hat keinen Blocken. Aber Ringen. Der hat Agility 3 und noch dazu Tackle.
Wir stellen Blackfish mal hier hin. Okay, wir stellen ihn da hin. So. Der könnte raus. Der könnte hier so rum, aber dann wäre das ein bisschen risky. Gucken wir mal, was der Bretone macht. Ja, da kommt der Blitz. Leider schafft er das Ausweichen. Ach, schade. Schade, schade. Und auch noch gelähmt, Backfisch. Und der Ball ist raus. Nein, und er geht auf die ganz andere Seite. Das ist schlecht, Leute. Das ist echt schlecht. Und der schafft es, durch alle Tackle-Zonen durchzulaufen. Scheiß Dreck. Mann, 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 Mann. Und Mischka ist verletzt. Na, herzlichen Glückwunsch. Beide Agility 4 Spieler aus dem Spiel. Vorerst zumindest. Und wir haben nur noch 2 Züge, Leute. So, jetzt muss alles klappen. Ansonsten haben wir wieder ein dreckiges Unentschieden gegen die Bretonen. Immerhin, raus aus dem Spiel. So. Kuali. Ich zähle gleich auf dich. Nur Scheiße hier, ey. Immer hier rüber. Du stehst auf. Das ist ein Agility 4 Typ. Nee, aber mit mehr Bewegung. Der hat nur Gewandtheit 2, das heißt, es dürfte relativ schwer sein, dem auszuweichen. Vor allen Dingen, wenn ich mich jetzt hier hinstelle. Nein! Go for it, auf die 2! So ein Dreck. Komm, das muss nicht, darf nicht klappen hier. Nein! Ja, puh. Puh. Alles klar. Samur. Sehr gut. Weg vom Ball mit dem. So. Nein, Cartman, böse. Oh. Pass. Natürlich nicht. Okay, das gibt ein Unentschieden, Leute. Wegen mangelnder Kompetenz meiner Spieler und natürlich auch von mir. Aber jetzt echt mal hier... Go for it nicht schaffen, Pass nicht schaffen. Hätte aber auch, übrigens auch ein Übergeben, hätte ja nicht geklappt. Nee. Bretonen ist immer... Bäh. Ich weiß auch nicht warum. So stark ist das Team eigentlich gar nicht.
Ein Null, mageres 0 zu 0. That was boring, Jim. Genau, das war langweilig. Ja, unsere Fans mögen das auch nicht. Der Loridas ist Spieler des Spiels geworden. Wir sehen uns im nächsten Spiel dann gegen... Na? Nochmal Breton. Herzlichen Glückwunsch. Bis dahin, Herr Fan, euer Koali. Tschüss.